In der Bundeshauptstadt Wien beginnt die Ballsaison 2016-2017 offiziell am 11. November um 11.11 Uhr. Man spricht auch von der fünften Jahreszeit. Diese insgesamt 450 Veranstaltungen tragen dazu bei, dass Wien weiterhin eine Tourismusmetropole ist und bleibt. Welche Höhepunkte sind in dieser Ballsaison zu erwarten? Die Highlights, es gibt jedes Jahr ein Ranking der beliebtesten Bälle und da haben wir heuer zum Beispiel den Café-Sieder-Ball ganz vorne, was mich natürlich auch von der Sparte Tourismus sehr, sehr freut, weil die Café-Sieder als Gruppe unseres Hauses natürlich da federführend dabei sind, den Ballkalender in Wien mitzugestalten. Opernball natürlich auch ein Highlight und Zuckerbäckerball, all die traditionellen Bälle, wegen derer viele Gäste auch nach Wien kommen und dementsprechend für uns eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, die Stadt zu präsentieren. Solche Events sind nicht nur für den Tourismus wichtig, sondern auch für Gewerbe und Handwerk. Weil es für den Wiener, aber auch für benachbarte Bundesländer und mittlerweile auch durchaus Übersee, also Japan und USA, Menschen gibt, die Wien besuchen, die dann dieses Ballflair gerne mitnehmen möchten. Und hier werden natürlich dementsprechende Vorinvestitionen auch getätigt. Damit kann auf diversen Bällen das Tanzbein geschwungen werden. Um dabei eine gute Figur abzugeben, sollte man vielleicht vorher noch eine Tanzschule besuchen. Welche Tanztrends sind heuer angesagt? Ja, die Wiener Tanzschulen bieten natürlich Tango Argentino, Salsa, West Coast Swing, Hip-Hop, Street Dance, alles an. Also alles, was es in puncto Tanz gibt, wird von uns abgedeckt. Gerade zur Ballsaison ist es aber nach wie vor der langsame Walzer, der Cha-Cha-Cha, der von unseren Gästen eigentlich gefragt ist. Mit anderen Worten, es darf getanzt werden, solange es in der Ballsaison Spaß macht.